Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir jetzt hier, den Mythic Quagmire in Mamas Almutschganischer Tulle. Also für die Leute, die Bock drauf haben, das mal auszuprobieren. Jetzt ist wenigstens mal eine nicht farmable drin. Wobei der Quagmire jetzt nicht unbedingt so der Knaller ist. Also gibt es deutlich bessere. Ich würde da jetzt keine Gems reinpayen. Hier. Dann haben wir die Whiptire Box. Die habe ich ja unten verlinkt. VIP Cruise. Glaubt's mir, ich habe im letzten Rumble diese Karte gehasst wie die Pest. Wir sind auf Gilden getroffen. Da gab es dann Leute, die haben VIP-Crews eigentlich durchgehend im Deck gehabt und die dann gemaxt und dann noch mit drei Kronen drauf. Also ich möchte nicht wissen, was die für ihre Accounts ausgegeben haben. Das ist einfach nur übel gewesen. Also, hier VIP-Crews, 300 Dollar, Haircut, Daughtry, Chateau, Linda Belcher, Sackcent-Münzen, Steve Smith, Country Club Steve. Plus diese ganzen Kombos hier hinten, wer es nochmal genauer wissen will, der kann unten in die Beschreibung reinschauen. Da habe ich dann nochmal alles verlinkt, also das Video verlinkt. So, dann haben wir hier den Mythic Roger in einem Pack mit Eggnog Roger, Daughtry Chateau, Sackcent Münzen, Philip J. Fry, Mushu, Meister Robert. Sackcent Münzen ist noch eine alte Rich Card, die ist nicht wirklich so toll. Daughtry Chateau ist geil. Wobei, die hat jetzt halt nicht ganz so viele Leben, aber trotzdem kommen coole Kombos bei raus und Eggnog Roger, ja, ist sowieso nicht schlecht. So, ja, und dann haben wir hier die Purity Killer Box noch. Und, in der Regel, also ich hatte jetzt einen Kommentar gehabt, dass das Ganze ja sowieso immer mal durchgemischt wird, aber in der Regel ist es dann so, wenn du nur noch einen BGE-Effekt hast, ja, und das ist momentan Rich, kommt irgendwann eben eine Box mit den neuen BGE-Karten und deswegen gehe ich, also ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, deswegen gehe ich davon aus, dass jetzt der nächste BGE-Abend sein wird. Ich müsste eigentlich nochmal im Forum nachschauen, da werde ich das bestimmt finden. Also wenn da schon was veröffentlicht ist. So, also hier Assassin Bender auf jeden Fall eine coole Pre-Combo. Purity Dads, Katana Treshak Takana und Cat with Gun und Eugene Belcher und Bender. Die Box ist auf jeden Fall cool. Da lohnt sich echt mal was reinzupayen. Dann sind wir auch schon in den Daily Combo Masteries angelangt. Da haben wir hier den Bible oder die Bibles, Tudy. Und da schauen wir jetzt mal hier rein. Das ist das hier. Doch, war richtig. So, Bible Study. Hier mit der Luann. Gehen wir gleich mal runter auf die Luann Platter und dann schauen wir uns die mal an. Luann Platter hier mit Schulekarten. Dr. Kyle, Wozniak, Nerd Academy, Principal, Shepard, Warhawk, Preschool, Professor Baxter, Groff Community College, Henry Haverty Bader, Professor Lerner Bending School, Dr. Banjo, Neil Goldman, James Woods High School, Stuffington Academy, Tom Landry Middle School, Mr. Front, Mrs. Labons und Student Lucky. Jo, auf jeden Fall kommt da auf der rechten Seite was raus, hier mit einer Mauer und dann hast du da Entführen und Blutsauger und davon auch nicht weniger. Also Bible Study sehr defensiv. Aber das kann es eben echt auch bringen. Ne? Also wir haben hier, wie gesagt, die Mauer, wir haben den Blutsauger, wir haben Entführen. Da kannst du mit Sicherheit die ein oder andere Karte mit Berauscht klein kriegen. Also wer die spielt, das ist wahrscheinlich eine der besseren Luann-Platter-Kombos. Dann haben wir den Butler, das ist genau das Umgekehrte. Das ist eine der schlechteren Luis-Kombos. Gut, Luis haben wir ja hier, gehen wir runter in die Mythic-Version, in der Mythic-Version mit Fahrtschool for the Gifted.
Und mit Red Shirt, Blue Shirt. Wobei die Fahrt School for the Gifted eben höhere Werte rausbekommt. Nö, nicht mal. 19, 19, 14, 81, 19, 19, 14, 79. Da ist tatsächlich mal Red Shirt, Blue Shirt besser. Okay, alles klar. Interessant. Okay. Also hier hast du Revanche und einen Stoß durch die Mauer und 1481, das ist jetzt nicht wirklich der Oberknaller. Also Luis hat ganz gute Kombos. Der Butler zählt nicht dazu. Dale to the Rescue ist die nächste Combo, die wir uns anschauen werden. Und das ist diese hier mit einem Dale. Und dann gehen wir mal runter. Dann haben wir schon hier auch wieder einen Hinweis darauf. Jetzt geht's los mit Armed-Karten. Armed-Kombos wird natürlich alles durchgemischt, aber ich, so langsam und sicher, ich vermute, es verhärtet sich. Antichrist, Long Stick with Sharp Rock, Cat Launcher, Cork Gun, Cat with Gun, Cat Guards, Katana, Trisha, Takanaba, und dann haben wir hier Putty, Purity Dads, nicht Putty Dads, Finger Gun Gale, Frat Boy Terrorists, Mobile Oppression, Heat Packing Priest und Big Ass Gun. Und dann kommt auf der rechten Seite halt was raus. Das ist schon also auch ziemlich cool gerade. Ne? Also das ist viel, mega viel Schild. Das ist wirklich mega viel Schild und mega viel Heilen. Also Dale to the Rescue. Wer den Mythic Dale hat, also da, also vor allem bei den Werten, ne? Ich meine, Leute, 32 heilen, dann hast du 3 drauf, das sind dann 35 heilen, ne? Und 23 Schild und so, und da kommt schon einiges zusammen. Also hier lohnt sich tatsächlich auch mal ein bisschen was rein zu payen an Stein, weil, oh, also wer die gerne spielt, das lohnt sich auf jeden Fall. Dale to the Rescue. So, und jetzt kommen wir wieder zu einer nicht so tollen Combo. Das ist der Ergidos, denn. Und das ist dieser hier. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Da mal den Stan. Ja, und wieder die Furzschule. Für Hochbegabte. Und wieder Red Shirt, Blue Shirt. Und ja, kriegst du Angriffspunkte mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Hier ist 16 an der Zahl. Schauen wir mal, wie es hier ist. 16, 21, 17, 77. 16, 21, 18, 74. Okay, da ein bisschen mehr Leben hier in einen Angriffspunkt mehr. Okay. Und ein Stoß durch die Mauer ist jetzt nicht so krass. Also, ja, wenn wir uns jetzt die Kombos von heute anschauen, muss man sagen, Bible Study ist hier vorne. Also sind auf jeden Fall defensive Kombos heute. Bible Study ist hier für die Gems relativ gut. Wer eine Lure and Bladder spielt, der kann sich hier mal überlegen, ob er da was reinpayen möchte oder nicht. Hier Dale to the Rescue auf jeden Fall für Spieler mit einem Mythic Dale absolut empfehlenswert. Diese Combo ist echt stark. Und ja, die wird auf jeden Fall, also bei über 30 heilen. Das kann echt die Rettung in letzter Not nochmal sein, um eine Karte, die ziemlich down ist, nochmal hochzubekommen. Das ist schon gewaltig. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.